Hallo, ihr Lieben, hier ist die Petra Zülke. Ja, und ich möchte dich heute einladen zu einem Kongress im Januar, bei dem ich auch wieder als Speaker dabei bin. Es ist der Aufwachkongress von Ines Koban und mein Interview wird am 21. Januar ausgestrahlt. Und Aufwachkongress, was bedeutet das denn? Aufwachen slash dein Leben wartet. Wie du vielleicht siehst, ich habe heute mal eine Jacke ausgegraben. Die ist schon ganz, ganz alt. Also ich glaube, die ist schon immer noch aus den 90ern. Also Camouflage, aber eigentlich Camouflage mit Pailletten und Glitzer. Was bedeutet denn Camouflage? Camouflage heißt ja im Grunde auch, wir haben uns unser ganzes Leben lang eigentlich versteckt, waren unauffällig, haben vielleicht sogar vermieden, mit unserer Gabe und unserem Licht nach außen zu gehen. Camouflage ist eine Tarnung, eine Tarnfarbe. Aber wir haben Tarnung, wie man jetzt hier sieht mit diesem Jacket. Wir haben es mit Glitzer übersehen, dass ja auch wir uns wohlfühlen mit dieser Tarnung und mit der wir durchs Leben gehen und einfach, dass es wir es in diesem Leben aushalten, einfach nur vielleicht ein bisschen Universumsglitzer drüber gestreut, dass es einfach schön aussieht, egal wie unser Leben aussieht. Aber was bedeutet das denn, wenn wir anfangen aufzuwachen? Also bei mir war das ein krasser Prozess, muss ich echt sagen. Bei mir ist dieses Aufwachen erfolgt durch die Begegnung mit meiner Dualseele, die mich gezwungen hat, mich meinen Themen zu stellen, in meine Tiefe zu springen. Und die Tiefe war im Grunde die Hölle, weil es war so viel Schmerz in mir, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also sie mit diesem Sprung in die Tiefe hat parallel aber auch mein Erwachen stattgefunden, mein Aufwachen. Und ich durfte erkennen, dass ich mir eigentlich mein ganzes Leben lang etwas vorgemacht habe. Und einfach ein Leben gelebt habe, was ich gar nicht war. Ich habe irgendwas verfolgt, was man mir gesagt hat. Ich habe quasi Leistung erbracht. Ich habe mich verbogen. Ich habe mich verraten und verkauft. Und wenn du mein letztes Video gesehen hast, wo ich ja auch darüber gesprochen habe, dass es darum geht, sich liebevoll sich selbst zuzuwenden, dann wird ja auch schon klar werden, dass wir nicht das Leben gelebt haben, warum wir hergekommen sind. Und im Aufwachkongress geht es nun mal darum zu gucken, ey, was hat mich denn überhaupt gehindert, das Leben zu leben, warum ich hergekommen bin? Und was ist denn das jetzt, warum ich hier bin? Wie will denn mein Leben gelebt werden? Wer bin ich denn überhaupt? Und in meinem Interview werden wir unter anderem auch der Frage nachgehen, wer bin ich denn überhaupt? Weil durch meine ganzen Begegnungen mit meinen Seelenpartnern bin ich immer wieder an meine Grenzen gekommen und ich durfte mich immer wieder auch der Frage stellen, wenn ich zulasse, dass Prozesse in mir passieren, dass sich vielleicht Schmerz auflöst, dass vielleicht auch die Liebe Besitz von mir ergreift. Und ich war lange im Widerstand mit der Liebe. Liebe war für mich gefährlich. Und eine Macht durch mich wirkt, auf die ich keinen Einfluss und auch vor allem und schon lange keine Kontrolle habe. Wer bin ich denn denn wirklich? Was passiert, wenn ich zum Beispiel meiner zweiten Seelenhälfte begegne und also meiner Zwillingsseele und zwischen uns ein Prozess initiiert wird, der nicht mehr aufzuhalten ist? Also ein Prozess geht, der der Heilung der Erde dient und der Heilung der Menschheit und sich diese beiden Seelenhälften vereinigen wollen. Was passiert denn? Wer bin ich denn wirklich? Gibt es mich denn noch in der Form, in der mich das jetzt bisher gegeben hat? Gibt es das Wesen Petra noch? Oder ist Petra einfach nur eine Identifikation mit einem Namen, den man mir irgendwann mal verpasst hat? Also ich durfte tatsächlich auch erkennen, dass ich etwas ganz anderes bin, als ich mein ganzes Leben lang gedacht habe, nämlich dass ich eine Seele bin in dem menschlichen Körper und dass zunehmend die Seele auch die Führung übernimmt. Und ich finde, das ist teilweise auch ein sehr beängstigender Vorgang. Es fühlt sich an nach Ausliefern. Es fühlt sich an, dass du aus der Kontrolle rausgehst. Und ich war immer sehr kopflastig unterwegs und ich habe gerne versucht zu kontrollieren, ich habe versucht zu manipulieren, weil so habe ich mich sicher gefühlt, so habe ich mir eben meine Schutzmauern aufgebaut und so konnte ich durchs Leben gehen und war relativ unbehelligt. Aber was passiert, wenn die ganzen Mauern crashen? Wenn deine Mauern gegen die Liebe crashen? Wenn deine ganzen Sicherheiten wegfallen? Wenn du so in deinen Tiefen erschüttert wirst, dass du vielleicht deinen Schmerzthemen stellen darfst und mal hingucken darfst, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass du deine Schutzmauern aufgebaut hast? Wenn denn im Außen alles wegbricht, wenn alles um dich herum wegbricht, wer bist du denn wirklich? Wer bist du in deiner Essenz? Und ich finde, sich in seiner Essenz kennenzulernen, das kann schon sehr herausfordernd sein.
Also ich habe die letzten Tage auch nochmal, jetzt, also mein Interview ist jetzt aufgenommen, haben wir aufgenommen, ich glaube Anfang Dezember. Jetzt haben wir Ende Dezember. Und ich bin die letzten Tage auch nochmal durch einen Prozess durchgegangen, wo ich mich eigentlich einem Gefühl stellen durfte, von dem ich gar nicht wusste, dass es so eine immense Macht hat. Die Macht der Liebe. Und die hat mich quasi nochmal so aufgebohrt und wie so ein Keil reingetrieben in diese Muscheln, die ich eigentlich war, so verschlossen wie eine Auster, diese Nussschale, die einfach nur mit ihrer Schale versucht hat zu existieren. Aber der Kern, dieser lebende, pulsierende, unfassbar wertvolle, leuchtende Kern war innerhalb dieser Muschelschale oder innerhalb dieser Nuss. Und diese Macht hat tatsächlich so einen Keil reingetrieben in diese Nuss oder in diese Muschelschale und das jetzt aufgebrochen und mich mit dieser unfassbaren Macht konfrontiert. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich erstmal im Widerstand damit war und eigentlich gar nicht wusste, was macht das denn mit mir? Ich fühle mich, dass diese Macht mich brechen will. Aber es ging nicht darum, gebrochen zu werden. Es ging darum, aufzubrechen und mich auch dieser Macht, dieses unendlich großen Gefühls hinzugeben. Und es hat auch so eine gewisse Demut geführt, mich diesem Gefühl hinzugeben, weil ich habe mich diesem Gefühl mein ganzes Leben lang verweigert. Es war viel sicherer, nicht zu lieben. Es war viel sicherer, nicht zu fühlen. Es war so viel sicherer, in seiner Nussschale oder in seiner Muschelschale zu sein und dem Kopf zu folgen oder der Kontrolle des Verstandes zu folgen oder eben aus alten Mustern zu agieren. Aber jetzt fühlt sich dieses kleine Herzchen so schutzlos an, so. Es ist quasi nackt. Es steht nackt im Wind. Es steht demütig da. Es steht verletzlich da. Und es steht da und der Wind reißt an ihm. Aber andererseits ist auch dieser Duft von Leben da, dieser Duft vom Erwachen, dieser Duft davon, dass irgendwas ganz anderes aus mir heraus wachsen und gedeihen will, dass dieses Saatkorn jetzt endgültig aufgebrochen ist. Und diese Saatkorn, wenn das jetzt anfängt zu wachsen, sein Licht in die Welt bringt, sein Leuchten in die Welt bringt, verändert es im Grunde vielleicht sogar das ganze Universum. Und darum geht es natürlich auch in diesem Aufwachkongress. Aufwachen oder Erwachen ist ein Prozess, der ist teilweise sehr, sehr schmerzhaft. Und wenn du den Weg schon gegangen bist, dann weißt du, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen oder Licht und Liebe ist. Es geht wirklich ins Eingemachte, dass du dich deinem tiefsten Schmerz stellst, der dunklen Nacht der Seele stellst, dass du wirklich mit der Zeit aus allem herausbrichst, was nicht mehr dir entspricht und was du nicht bist und wovor du vielleicht dich dein ganzes Leben lang, ja, geflüchtet hast. Vielleicht bist du sogar vor der Liebe davon gelaufen. Vielleicht bist du vor deiner Aufgabe davon gelaufen. Vielleicht bist du auch vor den Menschen davon gelaufen, die dir vielleicht ein Mentor gewesen wären, oder du hast gesagt, das betrifft mich nicht. Aber ich kenne auch diese Aussage, das betrifft mich nicht sehr gut. Und immer wenn ich das gesagt habe, hat sich im Nachhinein herausgestellt, es hat mich sehr, sehr wohl betroffen. Und ja, dieses Aufwachen ist ein Prozess, der ist schmerzhaft. Es ist wie so ein Neugebären von sich selbst. Aber wir existieren natürlich danach in einer etwas anderen Form. Wir sind nicht mehr das Wesen Petra oder der Mann Klaus oder das Kind Sabine oder wer auch immer. Wir sind zurück, aber wir sind da in einer anderen, gereinigten, man könnte vielleicht sogar sagen, heiligen und göttlichen Form. Und erst in dieser Form haben wir die Macht. Was heißt Form, vielleicht in Anführungszeichen, haben wir die Macht, das Leben aus den Angeln zu heben, die Welt zu verändern. Ja, und darüber werden ich und die vielen anderen wunderbaren Sprecher im Aufwachkongress sprechen. Und der Kongress startet am 13. Januar und geht bis 23. Januar. Und mein Interview wird am 21. Januar ausgestrahlt. Also melde dich gern an, die Veranstalter und ich und die vielen anderen wunderbaren Sprecher. Wir freuen uns total auf dich. Lass dich überraschen, lass dich inspirieren, denn wach auf, dein Leben wartet. Bis bald, deine Petra. Tschüss.